Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Neuregelung von Sondervermögen zur Sicherung der Versorgungsleistungen, Drucksache 19/6766 zu 19/6383. Ich bitte als erstes um Bericht vom Berichterstatter Landau. Herr Landau, ich habe notfalls einen Zettel hier für Sie. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, der SPD, des BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP gegen die Stimmen der LINKEN, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank. Danke, Herr Landau. Ich eröffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Als Erstes hat sich Herr Banzer für die CDU-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie haben mir aus dem Bericht schon entnommen, dass es eigentlich größeres Einvernehmen im Ausschuss gab. Es war auch eine Anhörung, bei der nicht sehr viel kritisiert wurde. Die FDP hat beantragt, die Zuwendungen zu verdoppeln, was also zeigt, die Tendenz wird als richtig angesehen. Ich wäre froh, wir könnten dazu Ja sagen. Irgendwann werden wir das sagen. Momentan sind wir dazu noch nicht in der Lage. Das geht auch nicht, weil wir das ja im Rahmen eines bereits verabschiedeten Haushalts machen. Aber insgesamt ist das Ziel, einen Teil der Versorgungslasten abzufedern, sicherlich richtig. Wir schaffen jetzt nur 10%. Ich glaube, dass das ein gutes Ziel ist, aber noch nicht das letzte Ziel. Ich denke aber, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Vielen Dank, Herr Banzer. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Schmidt zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Banzer hat recht. Wir haben schon streitiger hier heute diskutiert und werden es wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen tun. Aber trotzdem fängt das Problem des Gesetzes bei der Überschrift schon an. Das Gesetz heißt Gesetz zur Neuregelung von Sondervermögen zur Sicherung der Versorgungsleistungen. Zur Sicherung der Versorgungsleistungen. Und wenn man sich das Gesetz dann genauer anschaut, dann wird man feststellen, dass wir nur einen geringen Teil der Versorgungsleistungen, die jährlich anfallen, die bilanziert werden als Versorgungsrückstellungen, tatsächlich über dieses Sondervermögen oder aus diesem Sondervermögen leisten können. Der Rechnungshof hat errechnet, wenn, das kann man sogar, glaube ich, sogar zitieren, bei einem Kapitalstock, der bis 2030 auf 9,2 Milliarden Euro anlaufen soll, wären jährliche Erträge von maximal 230 bis 350 Millionen Euro zu erwarten. Diesen stünden Versorgungsbezüge in einer für 2030 Bock des zitierten Größenordnung von beinahe 4 Milliarden Euro gegenüber. Also, wir schütten aus, wir können ausschütten. Der Kollege Kaufmann schüttelt den Kopf. Ich habe den Rechnungshof zitiert. Wir haben nachgefragt nach diesen Berechnungen. Sie waren eine Schwankungsbreite, natürlich, was am Ende an Rendite auch zu erwarten ist, möglich ist. Das war sozusagen die Schwankungsbreite. Jährliche Erträge 230 bis 350 Millionen Euro. Das ist ja auch das, auf diese Erträge soll ja am Ende auch die jährliche Ausschüttung begrenzt werden. Und dann ist prognostiziert worden, 4 Milliarden Euro, ich glaube, das ist die Größenordnung, die ist unstreitig, der Versorgungsbezüge im Jahr 2000, und dann diese Erträge gegenübergestellt. Also kommen wir zu gerade einmal 5 bis 9%.
Professor Maurer hat für einen späteren Zeitpunkt sogar von 15 %, das ist sozusagen die Höchstquote, die genannt worden ist, dass wir 15 % der jährlichen Versorgungsausgaben ab dem Jahre 2030 aus diesem Fonds leisten können. Das sage ich. Auch wir halten den Fonds für sinnvoll. Wir haben aber, da kommen wir morgen, am Donnerstag noch einmal zu einer entsprechenden Debatte, man sollte keine zu großen Versprechungen weder in Überschriften noch in öffentlichen Erklärungen machen, meine Damen und Herren. Und auch, wer Geld in eine Rücklage anlegt, für künftige Vorsorge zu treffen, für künftige Mittel auch auszuschütten, auch in diesem Fall sind Chance und Risiken, ich betone das noch einmal hier, Chance und Risiken nah beisammen. Ich will nur mal zwei Punkte nennen. Von jetzt im Mai eine Stellungnahme, BaFin warnt vor Schieflage der Pensionskassen. Ja, ich zitiere nur, etwa ein Drittel der 137 Pensionskassen befindet sich bereits unter strenger Beobachtung. Frank Rund, das ist der Aufseher bei der BaFin, nannte konkrete Zahlen. Etwa ein Drittel der 137 Pensionskassen in Deutschland befinden sich unter verschärfter Beobachtung, wird der Chefaufseher von der Presseagentur zitiert, oder wie Grund es nennt, Manndeckung. Also es gibt Manndeckung für ein Drittel der Versorgungskassen. Was ich damit sagen wollte, die sind privat organisiert, das ist völlig klar, Versicherungen. Ich will damit nur auch sagen, Chance und Risiko, wie in anderen Bereichen auch, liegen nah beisammen. Wir kennen international die Entwicklung in den USA, wo Pensionskassen 25 % ihres verloren haben, wo Städte, die in Pensionskassen gegangen sind, erhebliche Probleme haben, wo es die Einschätzung gibt, dass 150 bis 200 Pensionskassen in den USA in den nächsten Jahren erhebliche Probleme haben will. Ich will dieses nennen, weil diese Diskussion war, werden Sie, wie gesagt, am Donnerstag führen, bei der Frage Derivate, sehr nah beisammen liegt. Wir sagen auch, auch das können Sie zitieren, dann Herr Minister, als SPD, wir tragen dieses mit, weil wir in der Tat die Chance ergreifen wollen, den Haushalt in künftigen Jahren um 5 bis vielleicht 10, vielleicht sogar 15 % der Pensionsverpflichtungen zu entlasten. Da sehen wir eine Chance hin. Es muss, wie gesagt, nicht so kommen. Am Ende, das ist mein letzter Satz, am Ende wird immer der Staat, am Ende wird immer die wirtschaftliche Entwicklung, der wirtschaftliche Wohlstand dafür nur garantieren können. Dasselbe gilt für die Renten wie auch für die Pensionsverpflichtungen, dass diese geleistet werden können. Das gehört, glaube ich, zu einer solchen Diskussion dazu. Wir brauchen wirtschaftliche Entwicklung. Da wäre die Frage mangelhafte Investitionen in Hessen, ob das in Hessen gewährleistet ist. Das ist eine andere Frage, die wir an anderer Stelle auch noch einmal diskutieren. Aber der zentrale Punkt ist, wie der Wohlstand erwirtschaftet wird und ob das dauerhaft gesichert ist. Nur eine dauerhafte sozusagen wirtschaftliche Entwicklung, die natürlich unter humanen und auch nachhaltigen Bedingungen erfolgen wird, wird am Ende sowohl Renten wie auch Pensionskassen und auch Sondervermögen sichern. Ich bedanke mich für Ihren Zuhören noch zu diesem Zeitpunkt. Danke, Herr Schmidt. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Müller zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Banzer, Sie haben recht. Es geht in die richtige Richtung. Und deswegen haben wir auch im Ausschuss dem Gesetzentwurf zugestimmt. Aber es gibt trotz allem einige Kritikpunkte, die man in dieser Aussprache dann durchaus noch einmal zur Sprache bringen kann. Wir haben es eben gerade gehört. Es hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab, wie das funktioniert. Und wir können sagen, dass wir in den letzten 4,5 Jahren eine ganz ausgezeichnete Entwicklung bei den Einnahmen im Lande Hessen zu verzeichnen haben. Sie planen im Jahr 2019 mit 5 Milliarden € mehr, als Sie noch in 2013 zur Verfügung hatten. Was haben Sie mit dem Geld gemacht? Sie haben insbesondere zusätzliche Personalstellen auch geschaffen. Dafür rühmen Sie sich. Ja, an manchen Stellen war das auch richtig, aber das schafft eben auch wieder zusätzliche Belastungen. Das muss man sich dann auch vor Augen führen. Und jetzt, kurz vor der Landtagswahl, nachdem diese Jahre, wo man auch mit dem vielen Geld hätte ansparen können, verstrichen sind, bringen Sie ein Gesetz ein, mit dem Sie für die Zukunft dann festlegen, dass entsprechende Rücklagen angesammelt werden bzw. verpflichtend zugeführt werden. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass die Anhörung gezeigt hat, dass
es nicht reichen wird, wenn wir diese 167 Millionen € in die Rücklage führen, weil wir dann die angestrebten 10% nicht erreichen werden. Ich glaube, das ist auch deutlich geworden, auch von Herrn Schmidt eben noch einmal ausgeführt worden. Deswegen hatten wir einen entsprechenden Änderungsantrag zum Gesetzentwurf eingebracht, um eben dieses Ziel, das wir für richtig halten, weil es Vorsorge bedeutet, weil es bedeutet, dass man vorbaut, dass in der Zukunft noch höhere Belastungen auf den Haushalt zukommen, entsprechend für richtig halten. Leider ist er abgelehnt worden. Jetzt könnte man daraus die Konsequenz ziehen und sagen, wir lehnen auch den Gesetzentwurf ab. Aber da es der richtige Ansatz ist und es in die richtige Richtung geht, wäre das, glaube ich, das falsche Zeichen. Wir müssen entsprechend Rücklagen aufbauen, und das werden wir mit dem Weg zumindest im Ansatz tun. Und deswegen werden wir auch dem Gesetzentwurf heute zustimmen. Allerdings wäre es eben schön, wenn man auch in den letzten Jahren schon etwas mehr dafür getan hätte, weil dass genug Geld dafür da war. Sie haben das Geld ja auch in andere Rücklagen geschafft. Das ist, glaube ich, unstreitig. Da hätte man schon etwas vorbauen können. Diese 5 Jahre wurden verpasst. Das ist schade. Wäre schön gewesen, wenn es besser gelaufen wäre. Aber für die Zukunft müssen wir das angehen, und eigentlich noch intensiver. Das haben wir mit unserem Änderungsantrag auch deutlich gemacht. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Müller. Für die Linken spricht nun Herr Schalauske. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In welcher Form das Land Hessen als öffentliches Gemeinwesen, als öffentliche Rechtskörperschaft mit Steuergeld an den Finanzmärkten agiert, welche Rolle das Finanzministerium dabei spielt, das ist in diesen Tagen Gegenstand der öffentlichen Debatte gewesen. Ich finde, zu Recht. Aber darüber werden wir auch noch im Laufe der Plenarwoche zu reden haben. Heute geht es nicht um Zinsen, es geht auch nicht um irgendwie Zinssicherungsgeschäfte, sondern heute geht es um die Frage, ob das Land Hessen Steuergelder renditeorientiert am Kapitalmarkt anlegen sollte. Schon auf den ersten Blick wird ein Stück weit deutlich, wie kurios dieses Unterfangen einfach ist. Auf der einen Seite hat das Land Hessen Schulden, auf der anderen Seite nehmen wir Steuergelder, um für die Alterssicherung der Beamtinnen und Beamten diese am Kapitalmarkt anzulegen. Jetzt gibt es aber eine Schwierigkeit. Sie verfolgen nämlich mehrere Ziele mit Ihrem Gesetzentwurf, die sich aus unserer Sicht eigentlich widersprechen. Sie wollen nämlich einerseits sichere und vor allem gewinnbringende Geldanlagen in Millionen- und Milliardenhöhe, und Sie wollen aber gleichzeitig, das reicht noch nicht, auch das Etikett nachhaltig daran kleben. Zu diesem Thema, wir haben das ja auch in der Anhörung diskutiert, an anderen Stellen diskutiert, da ist mir eine Episode aus einem Buch eingefallen, von denen ich Ihnen hier berichten will. Ich möchte nämlich eine Episode aus dem Buch des Autors Marc-Uwe Kling beisteuern, und zwar eine Episode aus dem Buch Das Känguru-Manifest. Der Hauptcharakter, das Känguru, ein ziemlich subversives, aufmüpfiges Kerlchen, geht in eine Bank und möchte eine Million anlegen. Das Känguru hat natürlich verstanden, dass Geld nicht arbeitet, sondern am Ende immer noch Menschen arbeiten. Und so erklärt es dem Bankberater kühl, ich möchte mein Portfolio, meine Finanzanlagen, die möchte ich so haben wie mein Steak. Und der Bankberater fragt verdutzt, ach so, well done. Und dann sagt das Känguru, nein, nicht well done. Ich möchte es blutig. Denn, so erklärt das Känguru dem ganz verdatterten Bankberater, je größer die Ausbeutung, desto größer die Rendite. Und da sind wir bei einem Kernproblem von angeblich nachhaltigen Finanzprodukten. Denn wirklich nachhaltige Finanzprodukte, die gibt es nämlich nicht. Und das gilt leider auch für die Frage der Versorgungsrücklage. Im Finanzmarktkapitalismus ist und bleibt das Streben nach Profit das oberste Prinzip. Und um die Renditeinteressen von großen und mächtigen Finanzinvestoren gerecht zu werden, da werden Unternehmen aufgekauft, zulasten der Beschäftigten restrukturiert, Immobilien aufgekauft, entmietet, in hochpreisige Eigentumswohnungen umgewandelt. Und das Ganze nennen dann die Fachleute Betongold. Ich will jetzt gar nicht viel über das 10. Jahr der Pleite der Lehman Bank berichten und uns vielleicht noch einmal daran erinnern, welche zerstörerische Dynamik diesem Wirtschaftssystem dann innewohnt.
Und dann wollen uns Fondsmanager erklären, man könne im Rahmen eines solchen Systems sehr gewinnbringend und ganz ohne schlechtes Gewissen anlegen. Nein, meine Damen und Herren, da sollten wir uns nichts vormachen. Die Strategie, die Sie hier auch vorschlagen, das ist nicht nachhaltig, sondern das ist Greenwashing und sonst gar nichts. Und das will ich auch belegen. Unsere Fraktion hat vor einiger Zeit die Landesregierung befragt. Und die Regierung musste einräumen, Hessen ist an Banken beteiligt, die auch an der Finanzierung der sogenannten Dakota-Pipeline mitgewirkt haben. Diese Pipeline, die gefährdet das Trinkwasser in den USA. Dennoch gelten die beteiligten Banken als nachhaltig. Immerhin, VW flog aus dem Nachhaltigkeitsindex aufgrund des Dieselskandals, allerdings nur mit dem unangenehmen Nebeneffekt von Verlusten. Daran soll hier auch erinnert werden. Und dann heißt es, und da möchte ich aus der Kleinen Anfrage zu der angeblich so nachhaltigen Investmentstrategie der Versorgungsrücklage zitieren, Zitat, eine absolut weiße Weste wird nicht gefordert, da dies in der Praxis zwangsläufig zum Ausschluss ganzer Wirtschaftszweige führen müsste. Die Unternehmen, in die das Sondervermögen investiert, sind aber im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur gegenüber anderen Akteuren ihrer Branche mindestens überdurchschnittlich aufgestellt. Aha, mindestens überdurchschnittlich. Meine Damen und Herren, ein bisschen blutig ist eben noch immer blutig. Und entweder schraubt man die Kriterien so rauf, dass man mit Steuergeldern dann an den Finanzmärkten agiert und eine weiße Weste hat, oder aber man hat und damit zwangsläufig eine niedrigere Rendite, oder man lässt es eben besser. Der Gesetzentwurf, den wir nun heute vorliegen haben, der will die Geschäfte sogar noch ausweiten und zukünftig mehr Steuergeld in Aktien und Immobilien stecken. Für mich bleibt es dabei, für unsere Fraktion, uns fehlt dafür das Verständnis. Steuergeld ist nach meiner Auffassung am besten in öffentlichen Investitionen angelegt und eben nicht am Kapitalmarkt. Es ist und bleibt nicht zu begreifen, warum in Hessen Schulen marode sind, Lehrstellen fehlen, die Energiewende ausbleibt, der öffentliche Wohnungsbau seiner Aufgabe nicht gerecht wird, wir aber gleichzeitig mit Millionen und mit der Perspektive Milliardenbeträgen an den Kapitalmarkt geben. Ich finde, wir sollten die Alterssicherung der Beamtinnen und Beamten auf solide Füße stellen. In Deutschland haben wir da ein ganz gutes und sinnvolles System, ein stabiles System für, nämlich die gesetzliche Rente. Ich weiß, Schwarz-Grün möchte lieber in eine andere Richtung, einer kapitalgedeckten Rentenversicherung. Allein ich halte davon nichts. Eines der großen Probleme unserer gesetzlichen Rentenversicherung ist, dass leider einige Gruppen ausgenommen sind, darunter eben auch die Beamtinnen und Beamten. Und ich finde, statt die Pensionen der Beamtinnen und Beamten dem Risiko der Kapitalmärkte auszusetzen, das haben die nämlich gar nicht verdient, sollten wir alle Beamtinnen und Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen. Für viele braucht es eine Übergangsregelung, und natürlich darf niemand schlechter gestellt werden. Aber langfristig, da profitieren alle. Genauso wie alle davon profitieren würden, wenn wir öffentliches Geld in öffentliche Investitionen und eben nicht in den Kapitalmarkt stecken würden. Eines ist am Ende klar. Die Beamtinnen und Beamten leisten tagtäglich für das Land eine wichtige, eine hervorragende Arbeit. Das Land ist verpflichtet, die Pensionen der Beamtinnen und Beamten zu bezahlen. Das sind Leistungen, die sie sich erworben haben. Um dieses Ziel zu erreichen, bringt ihnen der Gang an die Kapitalmärkte nichts. Darauf haben die Kollegen von SPD und FDP hingewiesen. Im Gegenteil, ich halte diesen Weg für schädlich. Und deswegen lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. Danke, Herr Schalauske. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht nun Frau Erfurth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Trotz dieser Philippika, die wir uns eben von Seiten der Linksfraktion anhören konnten, bin ich der Ansicht, dass wir mit dem Versorgungssicherungsgesetz in Hessen auf einem guten Weg zu nachhaltiger und generationengerechter Haushaltspolitik sind. Ich will nur auf wenige Punkte hinweisen. Wir haben ein Sondervermögen, das im Bestand unangetastet bleiben soll.
und das zur Mitfinanzierung, nicht zur vollständigen Finanzierung. Das haben wir, glaube ich, hinreichend diskutiert im Ausschuss, zur Mitfinanzierung der Pensionslasten in der Zukunft dienen soll. Die Einnahmen, die Entnahmen aus diesem Sondervermögen sollen erst dann zulässig sein, wenn das Sondervermögen eine gewisse Höhe erreicht hat. Wir werden es auch noch einmal extra, wollen es auch noch einmal extra absichern durch ein Gesetz. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg für Beamtinnen und Beamten, die da stimme ich, das ist der einzige Punkt, bei dem ich dem Kollegen Schalauske zustimme, die eine gute und wichtige Arbeit für das Land Hessen leisten, dass wir den Beamtinnen und Beamten signalisieren, wir wollen auch Sicherheit schaffen dafür, dass eure Pension, die ihr euch im Laufe eures Lebens erarbeitet habt, auch am langen Ende ausfinanziert werden können. Ich glaube, dass wir das auch den Beamtinnen und Beamten schuldig sind, ihnen hier eine gewisse Sicherheit zu geben. Dieser Ansatz hat ja in der Anhörung durchaus Zustimmung erfahren. Ich habe auch gehört, dass die SPD diesen im Grundsatz richtig findet, die Kolleginnen und Kollegen von der FDP auch. Es gab auch aus unserer Sicht keinen Anlass, aus der Anhörung heraus diesen Gesetzentwurf mit Änderungsanträgen noch weiter zu verbessern. Wir haben eine sehr interessante finanzpolitische Diskussion geführt, die der Kollege Schmidt hier in Ansätzen versucht hat nachzuzeichnen. Wir haben da noch einmal neue Anregungen mitgenommen. Zum Beispiel hat der Rechnungshof diese Diskussion ja noch damit bereichert, dass wir die Zuführung zu dem Sondervermögen künftig nicht kreditfinanziert machen sollen. Das finde ich eine schöne Anregung. Allerdings dazu müsste ja sozusagen auch die Einnahmesituation in Hessen noch einmal etwas anderes werden. Von daher sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, um eben unser Ziel zu nachhaltiger und generationengerechter Haushaltspolitik zu erreichen. Wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass die Geldanlage, die der Kollege Schalauske so kritisiert hat, in erster Linie sicher sein muss. Das ist sozusagen, wir haben so eine Art Priorisierung. Neben Sicherheit und Rentabilität der Anlagen wollen wir auch ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien einhalten. Das freut mich für meine Fraktion und für die GRÜNEN ganz besonders, dass wir hier so einen Nachhaltigkeitsfaktor in den Anlageformen einführen. Und das ist auch ein guter Weg in Sachen Nachhaltigkeit. Und ich möchte den Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN noch einmal zurufen, was ist eigentlich mit Berlin? In Berlin, das ist ja sozusagen der Vorreiter, oder die gerieren sich ja auch so ein bisschen als Vorreiter, dass sie eigene Kriterien für nachhaltige Anlageformen entwickeln. Ich finde das richtig, ich finde das auch gut, dass es diese Bewegung gibt. Aber ich dachte, da wären Sie auch mit in der Regierung und hätten da auch ein bisschen Einfluss. Und jetzt sagen Sie hier, das bringt alles nichts, wir müssen das ganz anders machen. Finde ich schon ein bisschen seltsam. Ich finde es einen guten Ansatz, und ich hoffe, wir stimmen alle zu. Danke, Frau Erfurt. Für die Landesregierung spricht nun Finanzminister Schäfer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin dem Haus dankbar, dass wir, glaube ich, eine sehr breite Übereinstimmung mit Ausnahme der Fraktion DIE LINKE zu den grundsätzlichen Zielen des Gesetzentwurfs hergestellt haben, auch durch die Ergebnisse der Anhörung bestätigt. Dass man an der Stelle immer noch ein bisschen mehr vom Guten tun könnte, ist, glaube ich, eine Frage, über die auch nicht gestritten werden muss. Da muss man sicherlich auch in einer neuen Legislaturperiode des Hessischen Landtages dann sehr konkret über Prioritäten reden. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Diskussion vielleicht dann nicht mehr so restlos eindeutig sein wird, wie das im Moment der Fall zu sein scheint. Ich habe ein bisschen bedauert, dass die Tierschutzministerin an der Debatte nicht teilgenommen hat, weil als Herr Schalauske Kängurus mit blutigem Steakfleisch gefüttert hat, das hat mir irgendwie ein gewisses Grundschaudern über den Rücken laufen lassen. Aber das sei nur als Randbemerkung an der Stelle von mir gestattet. Ja, die brauchen wir leben, die eierlegende Wollmilchsau. Geschlachtet schmeckt sie schlechter. Das ist ganz gesichert, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich vielleicht noch eines hinzufügen. Kollege Schmidt hat den Vergleich gezogen zu Pensionskassen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Pensionskassen
haben das Problem, dass Ansprüche unmittelbarer Renten- bzw. Versorgungsansprüche gegen sie selbst begründet worden sind. Unser Pensionssicherungsfonds begründet ja keine unmittelbaren Ansprüche der Beamten. Die haben weiterhin ihren Anspruch gegenüber dem Staat. Es hilft nur dem Staat, also uns gemeinschaftlich, die Finanzierung eben deren Ansprüche sicherzustellen. Insofern ist der Vergleich nicht ganz passend zu dem, was wir hier gerade diskutieren. Völlig zu Recht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass möglicherweise dort die Vergleichbarkeit ausschließlich möglicherweise im Namen besteht und weniger im dahinterliegenden Sachverhalt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel getan. Wir haben im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Regeln der Schiele- und Kanterrücklage, die wir hätten aufheben können, nicht nur nicht aufgehoben, sondern wir haben sie verstetigt und fortgesetzt. Und die nach meinem Vorgänger Karl-Heinz Weimar benannte Weimar-Rücklage auch wiederum immer freiwillig dotiert und bedient, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben also sehr viel mehr gemacht, als wir hätten tun müssen. Deshalb ist ja auch der Kapitalstock in dieser Legislaturperiode signifikant gestiegen. Und ich glaube, wir sind klug beraten, auf der Basis des jetzigen Gesetzentwurfs das zu verstetigen, sicherzustellen, dass Versorgung unserer Beamtinnen und Beamten ein Stück abgekoppelt wird, ein Stück gesichert wird vor dem Zugriff des einfachen Haushaltsgesetzgebers auch in der Zukunft, damit sichergestellt wird, dass auch die Versorgungsansprüche der Beamtinnen und Beamten in 10, 15 und mehr Jahren auch finanziert werden kann. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die sehr konstruktiven Beratungen im Ausschuss. Und ich freue mich, wenn Sie jetzt dem Gesetzentwurf hoffentlich zustimmen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der Aussprache anbelangt und kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die SPD. Wer ist dagegen? Die Fraktion der LINKEN. Die Nachfrage nach Enthaltungen erübrigt sich. Der Gesetzentwurf hat eine Mehrheit gefunden und wird somit zum Gesetz erhoben. Bevor ich für heute unsere Verhandlungen schließe, weise ich darauf hin, dass nun der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss in Sitzungsraum 204M zusammenkommt. Allen anderen wünsche ich einen schönen Feierabend. Wir sehen uns morgen früh. Ebenso.